Bleibt dann noch das hier, die ultimative Auswahl. Ich habe ja hier, zusammen mit euch, die Stufe 5 gemacht mit dem Hammer. Ja? 96.000 Punkte genau. Hab dann mit Midnight mal gespielt, bin bei 97.368 rausgekommen. Hatte keine Probleme, absolut gar keine. Möchte allerdings mal gerne sehen, wie die sich hier spielen lassen. Einfach mal so, indem wir sagen, wir gehen einfach mal rein in feuriger Kampf, war süß. Kochende Krise. Ich dachte, es gibt eine Stufe 8. Bin ich ehrlich, weil ich habe einen Screenshot gesehen von einem richtig böse reindruckenden Kirby. diabolisch reinguckenden Kirby. Mal schauen, wie schwer. Gib alles und schauen wir kurz rein. Wie genau funktionieren denn die drei als ein Charakter? Rick, keine Kuh. So, sein Sprung ist der hier. Ah, wenn man doppelt springt, dann wieder zu Kuh. Und er kann die Luft auch angreifen, sehr schön. Okay. Hast du auch einen Sprintangriff? Ja, du bist eine Kugel. Hey, er ist eine Steinkugel, cool. Hey, er kann das rumrollen, cool. Wispy Shadow war ziemlich böse. Man kann ihn anscheinend auch aufrüsten, ist ja cool. Und die Untenfähigkeit ist... das hier. Anscheinend kann der Fisch gar nichts machen. Okay, wenn man springt und dann das hier macht, dann machen wir das hier. Also sprinten, springen und gleichzeitig angreifen ist dieser Drehangriff. Okay. Wir haben in der kochenden Krise, also Stufe 7, haben wir nur 6 von diesen Flaschen. Die heilen nicht allzu viel. Sag mal, geh mal rein. Schau mal bei Wispy vorbei. Hallo, Wispy. Bist du da, mein Freund? Ah, ne, Iggy direkt. What? Auch nicht schlecht. Nein, nein, nein. Na, lass mich raus, du. Gemein, du. Au! Werd gesteinigt! Oh. Okay, das ist mit denen ziemlich schwierig. Vielleicht macht er mehr Schaden, wenn man fliegt mit dem. Au. Kann sein, dass die Bosse generell mehr Leben haben. Das wäre auch möglich. Aber Feuerhamster zerstört Baum. Yay! Mürp, mürp. Ich werde mal schauen, wie genau der Fisch funktioniert. Moment. Drei Bosse auf einmal? Sieht aus wie Heines. What the hell? Drei auf einmal ist heftig. Okay, wenn man fliegt, ist man unverwundbar. Das ist gut. Das ist praktisch. Okay, der Feuertyp ist besiegt. Doppelt Eisbär.
Okay, das sollte nicht allzu schwer sein. Au, er hat mich getroffen. Du Sack. Okay, einer schon mal raus. Wow. Also das macht ja sauüge Schaden. Finde ich gut. Also dieses Fliegen hier. Der Sprintangriff. Der Sprintflug macht sauüge Schaden. Sehr, sehr nice. Gut. Das ist ja aus der DDD. Okay, sind die randomized die Bosse von der Reihenfolge her? Das wäre interessant. Weil, aber Iggy ist nämlich nicht der erste gewesen, sondern insgesamt gesehen, glaubt der sechste oder siebte. Oh, was? Wie macht dem Schaden, wenn wir draufspringen? Ist ja nice. Ah, okay, ich verstehe. Wir hinterlassen seinen. Oh, das ist mies. Oh, das ist ja richtig nice. Wir können auf den Boss drauf springen. Oh, das ist ja richtig nett. Dann springen wir das. Oh, wow. Das ist ja ulkig. Besiege Bosse, indem du einfach drauf springst. Auch nicht schlecht. Oh, das macht ja so einen Schaden. Oh, das macht ja so einen Schaden. Ist ja abartig. Oh, das ist ja herrlich. Also die machen wirklich guten Schaden, meine Herren. Also wenn man die richtig trifft mit dem Sprintangriff, der ist echt schnell down. Gefällt mir. Das sind jetzt vier kleine Minibosse. Ich sehe die Strahlhex, Kochkashiwa, den Busby oder Buzzy und wer auch immer da hinten sein soll. Hm. Das sind aber nicht die Traumfreunde bei, oder? Als Gegner teilweise. Abgesehen von DDD und Meta Knight. Weil so gegen ein Trio hier von denen hier hätte ich keine große Lust, bin ich ehrlich. Ei! Ei! Nicht nett. Wow. Das ist Robobot-Musik. Oh, wow. Nein, nein. Was? Er hat mich erwischt auf dem Rückweg. Nö. Ey, hör auf mir zu kochen. Ich bin nicht lecker. Wow. Ha, du bist gefeuert. Diese komischen Dinger. Zwei Strahlhex. Ja. Au, 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 au. Au. Oh, die hat Bomben gemacht. What the fuck? Okay, ich muss erstmal die eine loswerden hier. Die eine weg. Die andere. Ha, sie ist aufgegangen. Sehr gut. Puh. Meine Herren. Das ist cool. Das ist Meta Knight. Yep. Er könnte ein Problem werden. Hm. Der könnte ein Problem werden, der Kollege. Mir gefällt aber das Moveset so generell. Abgesehen vom Fisch. Der Fisch ist so. What? Warum bin ich hier? Oh, ich treffe ihn nicht ganz. Ah, wobei, ich treffe ihn doch. Jawohl. Und ich kann auf ihn draufspringen. Au! Oh ja, da waren ja zwei von denen. Ich muss aufpassen, dass sie mich nicht erwischen gerade. Oder ich auf die drauf springe oder so.
Jawohl. Ah, ist schon ein bisschen schwieriger. Aber nicht allzu schwer durchzukommen, ohne Schaden zu nehmen an sich. Wenn ich richtig versuchen würde, dann würde ich es natürlich schaffen, ohne Schaden zu nehmen, aber... Ja. Die hier sollten kein Problem werden. Aber ich denke mal, ich werde es nicht schaffen, komplett hier durchzukommen. Nicht im ersten Versuch. So, wo kommen sie denn? Jawohl, das war Phase 1. Und sie pusten uns weg. Oh, sehr schön. Die kriegen ja wirklich unfassbar viel Schaden. Hab dich. Gestein dich voll auf den Kopf, ey. Und hab dich auch. Wow, das war viel zu einfach. Das war viel zu einfach und echt gut. Meine Herren. Ist wohl nicht schlecht. Ah, Cracker. Cracko und die Doppelcrackos. Au. Sei weg. Schaden nicht kassiert, aber ein bisschen unnötig. Bin ich ehrlich. Denn in der Phase kann man gut und gerne mal sterben. So knapp. Au, 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 au. Alter! Man kann es auch übertreiben, das weißt du, ne? Hab euch. Das war ganz schön knapp am Ende. Punk. Hui, 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 hui. Noch 6 Mal. Gegen Partisan. Nee, gegen Franziska. Yay. Sie hat eine Feuerschwäche. Die kann man gut auch nutzen. Mit dem Feueratem. Puff. Ich mag ihr viel nebenbei. Das ist mega nett. Ach, so hat sich schon übelst viel Schaden kassiert, meine Herren. Voll gut. Und sie ist besiegt. Das ist echt ein schneller Kill gewesen, meine Herren. Wahnsinn. Ha. Diese Charakter sind echt stark. Ich nehme trotzdem mal die Heilung mit. Wird zwar nicht reichen für eine Vollheilung, aber passt trotzdem. Finde ich erstaunlich. Erstaunlich, erstaunlich, erstaunlich. So. Hallo Flammenberger. Du bist auch schon wieder halb tot. So. Du bist bekloppt, denn bin ich, mag dich. Außerdem bist du besiegt. Hätte schneller sein können, aber passt. Wow. Ich glaube, ich lade den ganzen Try hier in einem Part hoch. Jetzt kommt Partisane.
Und dann kommt danach Heines und danach kommt... Wer? Void Terminer? Void Terminer. Terminer. Das ist ja merkwürdig. Das sollte kein Problem sein. Ah, wobei, sie könnte Probleme geben. Sie ist halt relativ schnell. Nee, sie ist besiegt. Wow. Das... Wow. Jetzt kommt Heines. Heines ist absolut gar kein Problem. Der ist echt einfach. Für einen quasi Bösewicht-Endboss? Hätte ich mich nicht so blöd angestellt bei den Bossen vorher. Ei, er hat mich erwischt. Hallo. Bekloppten du. Hi ja, hi ja. Wir sind immun gegen das Zeug von dem. Können wir drauf springen. Cool. Ich glaube dagegen nicht. Find super, das macht sogar Schaden an dem. Ah, er hat mich erwischt. Geil, erwischt. Ha. Guck mal, da ist Simon weg. Wer ist jetzt danach der Bus? Ah. Oh nein. Oh nein. Jetzt kommt Murphra wieder. Ach du Heilige. Ah, ja, das scheint er zu sein. Das ist ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie sein Angriffsmuster ist. Wir haben bisher nur ein einziges Mal gegen ihn gekämpft. Ja, das ist ein Problem. Hi, Mothra. Das war auch nur ein einfacher Sternenkrieger, hä? Naja, einfach. Einfach ist, glaube ich, ein bisschen zu nett gesagt. Einfach ist er nämlich gar nicht. Nie? Ich hab nicht mal seine Phase 2 richtig gesehen. Das ist, glaube ich, ein Problem. Au. Er kann sich auf jeden Fall teleportieren. Das gefällt mir nicht. Wir haben auf jeden Fall in Phase 2 gehauen schon mal. So, da das Riesenschwert raus war. Zwei Riesenschwerter, die er hat. Das Riesenschwert Nummer 1. Riesenschwert Nummer 2. Und Riesenschwerte beide. Uiuiui. Das war gemein. Das war fies. Das war fies. Du warst nah dran. Das war nicht allzu schwer. Tatsache. Vielleicht ist mit diesem Charakter einfach viel zu einfach. Oder aber es liegt mehr dahinter.
Ja, bin ich mal gespannt, wer der Endboss sein soll. Der absolute Endboss. Denn im Grunde genommen ist ja unser Morpho Knight hier der Endboss. Es sei denn, es gibt einen weiteren. Die Frage ist, wer sollte es sein? Ich denke mal nicht, dass es mit dem Sternenzeug da einbauen. Mit dem, hey, schieß den Boss ab. Das glaube ich nicht. Wobei, das haben sie in Planet Robot auch gehabt. Schwierig zu sagen. Wie dem auch sei. Leute, das hier will ich gerne angehen im Stream. Ich will es auf jeden Fall schaffen. Ich will auf jeden Fall auch den Endboss schaffen. Hat doch nicht allzu viel Zeit in Anspruch genommen. Ich weiß aber auch genau, wen ich da reinnehmen werde. Also, wen ich da im Team haben will. Und zwar die drei. Eigentlich eher die beiden, weil der Fisch ist absolut unnötig, aber ich finde, mit denen kann man echt gut kämpfen. Und hätte ich mich besser konzentriert auf den Boss oder auf diese Bosse insgesamt, wäre es auch besser gelaufen. Aber für den Moment verabschiede ich mich, sage auf Wiedersehen und bis dahin. Ciao, ciao.